Moin Moin und willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind in Santa Barbara unterwegs hier mit Ellie auf der Jagd. Ist sie mal wieder? Sie konnte es einfach nicht sein lassen. So, da vorne stehen überall Infizierte rum. Da sind Runner. Und hier hinter mir irgendwo, in dem Bereich, kommen Klickergeräusche her, wahrscheinlich hinter der Mauer. Also müssen wir uns hier wieder gleich durchschnetzeln. Aber was ich noch gesehen habe, als ich hier im Menü unterwegs war, dass wir einen neuen Tagebucheintrag haben, oben. Sieht man immer einen gelben Punkt. Kennt ihr übrigens die Let's Player, die dann hier dieses Spiel spielen und oben hier die ganze Zeit diese gelben Punkte sind und man sich denkt, warum klicken sie da nicht mal drauf? Finde ich echt furchtbar. So, Tagebuch. Was hat sie denn Neues eingetragen? Weil auch diese Tagebucheinträge sind wichtig und die sollte man auch den Zuschauern zeigen. Ah, okay, das hier haben wir schon mal gesehen. Da schreibt sie, hat sie den Songtext geschrieben, das haben wir auf der Farm noch gelesen. Das hier ist neu, hat sie auf der Reise jetzt geschrieben. Okay. Dixie National Forest. Ein paar Jäger wollten mich überfallen. Ging nicht gut für sie aus. Okay. Die hat sie ausgeschaltet. Ich habe gerade den Stadtrand von Las Vegas erreicht. Von hier aus kann ich die Infizierten hören. Innerhalb der Mauern müssen noch Tausende am Leben sein. Was für ein Albtraum. Ich reite um die Stadt herum. Besser ist das. Die ist bei Las Vegas und so weiter. Das heißt, sie ist voll durch die Wüste von Nevada gelatscht. Ne? Kein Wunder, dass sie so schlimm aussieht. Hoffentlich hatte sie genug Wasser dabei. Okay. Palmdale, Kalifornien. So, ich verstecke mich in einem Keller. Ich hoffe, diese Horde zieht vorbei. Ich vermisse dich, kleine Kartoffel. Eine Horde von Infizierten, auch auf Wanderschaft. Die ganze Stadt Las Vegas voller Infizierter. Erinnert mich ja irgendwie ein bisschen an Resident Evil am Film. Okay. Ich bin immer noch nicht an diesem verdammten Keller. Ich bin immer noch in diesem verdammten Keller. Die Batterien meiner Taschenlampe sind fast leer. Die Dunkelheit spielt mir Streiche. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Ich rieche Eisen. Ich vermisse Dina. Ich vermisse meine Kartoffel. Was mache ich hier? Ja, Dummheiten machst du da. Ich bin draußen. Eine Gruppe von Durchreisenden hat die Horde abgelenkt. Ein paar von ihnen haben es nicht geschafft. Zwei der Toten waren Kinder. Ich habe sie begraben. Das war nett. Warum bitte hat ihre Taschenlampe Batterien? Wir haben doch sonst mal nur die Taschenlampen, die man so aufschüttelt. Ich bin endlich an der Küste. Es ist umwerfend. Überall Blumen. Und dann diese Morgendämmerung. Es sieht nicht so aus, als ob das Militär hier je durchgekommen wäre. Vielleicht war hier alles so weit, weil alles zu weitläufig ist. Ich wünschte, Dina könnte das sehen. Sie würde durchdrehen. Ich mag den Klang der Wellen. Ich gehe die Küste runter. Seit ein paar Tagen habe ich keinen Menschen mehr gesehen oder intakte Segelboote. Was, wenn Tommy falsch lag? Wenn sie nicht mehr hier sind? Ich darf nicht darüber nachdenken. Okay. So, jetzt geht's los, Leute. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Ich könnte mal eine Waffe wechseln. Auf den Bogen vielleicht. Behalte ich mal die Pumpgun für den Nahkampf. Nimm nochmal den Bogen für leise Kills auf bisschen Entfernung. Folge 69, ey. Puh, machen wir locker auch die 70 noch voll, denke ich mal. So ein langes Spiel, ey. Für ein reines Singleplayer-Story-Spiel ist es mega krass lang. Also ich finde es gut. Es ist umfangreich. Und wir haben 7 Jahre darauf gewartet, dass eine Fortsetzung kommt. Und jetzt kriegen wir hier gleich quasi 2 Spiele von der Länge her. Echt, kannst echt sagen, dass die Länge echt 2 Spiele wert ist. Die sehen aber auch ganz schön verbrannt aus hier, ne? Die Infizierten in Kalifornien, weil die den ganzen Tag in der Sonne rumstehen. Die Haut ist ein Arsch. Boah, die Reise da durch Nevada und an Las Vegas vorbei war bestimmt richtig hart für Ellie, ey. Ein Brief, okay. Ich weiß, ich wollte hier auf dich warten, aber es ist nicht sicher. Hier in den Wäldern sind überall Rattler. Ich kann nicht riskieren, wieder geschnappt zu werden. Ich warte dort, wo ich dir den Ping-Pong-Witz erzählt habe. Mir fehlt dein Lachen. Ich hoffe, du bist heil rausgekommen. Rattler. Was sind denn jetzt Rattler? Das sind vielleicht diese Gang, die
Abby und Lev geholt hat, sind das Rattler, die diese Zeichen an den Wänden haben mit dem Totenkopf? Rattler. Oh, den Hammer nehme ich aber mit. Die Holzlatte habe ich ja eh nicht verbessert. Gott sei Dank. So, haben wir einen Hammer. Es ist also Rattler-Gegend. Mhm. Oder sind das wieder neue Infizierte, die sich hier durch die Sonne irgendwie anders entwickelt haben? Das wäre ja auch was, ne? So, komme ich hier... Ja, da komme ich durch. Ich denke mal, ich muss zu diesem Anwesen, wo die Klicker drin sind. Ah, wer, du drehst dich um. Bleib mal... Nicht so schnell gehen! Ich glaube, sie wurde gesehen. Oder gehört, besser gesagt. Alter, von wo weit kommt der denn angelatscht? Da am Stoppschild steht noch einer, den interessiert es gar nicht. Okay, er ist nur zu diesem Ort gegangen, wo er was gehört hat. Nein, 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 nein. Ey! Ach, alles klar, Stalker. Somit ist der Hammer schon wieder Geschichte. Mann, ey. Muss ich hier schon wieder schießen? Ich komm gleich wieder. Weiter. Dann kam das Klickergeräusch daher? Könnte man voll nicht so richtig gut orten, ey. Ich muss mich heilen. Puh. Mal wieder schön, immer permanentes Messer dabei zu haben, um die Klicker auszuschalten. Auto. Aber wenn wir jetzt dahin gehen, konnte man gar nicht zu diesem anderen Haus da hinten. Also hier? Ich dachte, man geht hier dann und dann kommt da hinten irgendwann hoch. Ist nicht so. Ah, viel, viel ruhiger ohne Klicker-Sound. So, muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Wahrscheinlich nach unten. Hier ist, glaube ich, alles zu. Was für Riesenanwesen, ey. Na, sieht doch genauso aus wie in Narcos. Okay, aber wo geht's weiter? Kann man hier hochklettern noch? Nee. Ah, der LKW, da war ich noch nicht drin. Sieht gut aus. Ah, da ist ein Loch. In der Mauer. Okay. Okay, auf dem Dach. Klicker auf Dächern, ey. Und ich muss da auch rauf. Oh, 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 oh. Nicht umdrehen, die Dame. Nein! Hätte mich denn noch gehört? Ah, Mist. Das war überflüssig. Wahrscheinlich bin ich einfach ein bisschen zu schnell gegangen. Und dann haben die Dinger hier, die dacht sind, ein wenig zu viel Geräusche gemacht. Okay, sind da ganz schön viele Anwesen da. Ich habe keine Ahnung, wie weit es weg ist von der Stelle, wo Abby ist.
So, ich glaube, jetzt kann ich auch den Lappen hier nochmal mitnehmen, ne? Ja. Medikit wollte ich nicht bauen, weil die findet man ja auch so ständig. Hab ja noch zwei. Vielleicht komme ich hier durch. Ja, durch die fette Villa. Warum nicht? Können wir ein paar Sachen mitnehmen. Die Hauseigentümerin haben wir ja gerade getötet. Und es ist noch ziemlich ruhig hier. Außer sind wieder irgendwelche Stalker unterwegs. Oh, Pillen. Und ihre Sammelkarten. Natürlich geht das jetzt weiter. Keine Münzen mehr. Okay, Sammelkarte CB73. Na dann. Heimatplanet Mars, ein Marsianer. Der CB73 ist der letzte einer langen Reihe von Kampfrobotern für Kriegseinsätze, die für Menschen als zu gefährlich oder zu grausam angesehen wurden. Doch als die Future Alliance einen davon auf Titan gefangen nahm, gefangen nehmen konnte, nutzten ihre Wissenschaftler die Gelegenheit, ihre neueste KI-Ethik-Technologie daran zu testen. Jetzt ist CB ein vertrauenswürdiger Verbündeter und bereit, alle gefährlichen Missionen der Future Alliance anzuführen. Wobei er unablässig betont, dass er zuverlässig und erweiterbar ist. Doch wenn der Druck zu groß wird, hat CB Probleme, nicht in seine ursprüngliche Funktion als Killermaschine zurückzufallen. Na nett. Fühlt man sich ja sicher, wenn der dabei ist. Vielleicht so ähnlich wie der Killerroboter aus Star Wars. Knights of the Old Republic. AK-47. Okay, jetzt können wir runter. Okay. Oh, Shampler? Bitte lass es kein Bloater sein. Ich habe echt nicht so viel Ausrüstung. Das sind zwei. Ich habe noch Minen, ne? Ja. Shambler. Zwei Shambler. Legen wir eine hier hin. Oh, oh, oh. Ich glaube, die kommen gerade. Okay. Haha, ich habe schon so viel. Ich hab die Bomben ja verbessert, dass die größeren Sprengradius haben. Und anscheinend haben die auch eine größere Sprengwirkung. Weil beide Shampler wurden einfach durch eine Bombe vernichtet. Ich schwör bei Gott, Abby, wenn die Infizierten dich getötet haben. Was dann? Dann gehst du nach Hause. Ich muss hier weg. Naja, ich kann keine Bomben bauen. Okay, das war ja easy gelöst mit den beiden Bomben. Erhöhter Sprengradius, ey. Beim letzten Mal, als ich die Bomben noch benutzt habe, hat eine Bombe nicht ausgereicht. Dann habe ich sie verbessert und dann habe ich keine Shampler mehr getroffen. Aber jetzt wissen wir es. Das Update hat sich gelohnt. Die Bomben habe ich echt vermisst, als ich Abby gespielt habe. Solche Dinger. Gut, sie hat die Rohrbomben. Aber die kannst du ja nur schmeißen. Ne? Eine Werkbank. So. 63 habe ich und kann noch nichts updaten. Habe ja auch fast alles fertig. So, der Revolver fertig. Die Waffe fertig. Hier brauche ich noch den Entfernungsmesser. Die Waffe fertig. Ja gut, hier brauche ich noch Schaden und Zielfernrohr, aber das sind beides teure Updates, glaube ich. 80 und 100. Also insgesamt 180, um das Jagdgewehr fertig zu machen. 180 und bei den Bogen brauche ich noch eine Sache. 80 für den Entfernungsmesser. Okay. Joa, könnte dauern.
Wäre mal gut, wenn ich hier noch ein paar Schrauben finden würde. Das Areal ist jetzt hier wahrscheinlich so groß, damit man anständig noch gegen die Infizierten hier kämpfen kann. Okay. Oh, das Rohr. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Nichts mehr. Ein Toaster haben wir da noch. Das Rohr, das verbessere ich jetzt sogar. So. Das lohnt sich. Und habe gleich neue Klingen gekriegt. Super. So, dann sind wir durch dieses böse Haus durch. Wo bin ich? Hier muss doch eine Straße sein. Tja, du bist hier fehl am Platz. Du hättest jetzt einfach auf der Farm sein sollen, Ellie. Okay, hier können wir uns eine Übersicht verschaffen, glaube ich, von der Aussicht her. Okay. Santa Barbara liegt unten am Hügel. 2-4, 2-5, Constance. Mhm. Ja. Warum malst du denn den Nachtfalter dann da dazu? Hier auch die ganze Zeit. Ist so ihr Ding. Ein Armeetruck. Aber die größeren Städte sind halt ein bisschen weiter weg, ne? Vielleicht war deswegen wirklich deswegen das Militär hier nicht da. Weil das Militär hat sich ja eher um die großen Städte gekümmert, wo viele Menschen auf einen Haufen waren. Na komm, die Koffer kannst du auch nochmal öffnen. Sie muss da unten sein. Oh, 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 oh. Gefährlicher Abstieg. Warte mal, da in dem Wagen könnte vielleicht noch was liegen. Da stehen so Kisten rum. Jupp. Medikit. Habe ich wieder drei. Und Pillen. Nicht darunter. Wir wollen uns hier nicht die Beine brechen. Das ist halt immer das Risiko, wenn man ganz alleine unterwegs ist. Wenn man irgendwo so einen Hügel hinabstürzt und verletzt sich am Bein oder am Fuß, dann liegst du da, ne? Und keiner hilft dir. Okay. Dann haben wir wieder die weiteren Infizierten. Jetzt besser gefunden, wenn er gerade mal da stehen bleiben würde. Assassin's Creed! So, hätte man auch lautlos lösen können. Aber ich wollte unbedingt mal schön von oben mit dem Messer runterspringen. Okay. Waren ja nur ein paar Runner. Steinschlag, Vorsicht. Okay, hier geht's durch. Oh nein! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Komm schon! Nein! Nein, nein, nein! Oh, jetzt verliert sie auch noch ihr Messer. Fuck! Fuck! Scheiß Falle, Mann! Oh, toll, ey. Kommt sie jetzt da wieder raus? Oh nein.
Nein, nein, das ist nicht Abby. Abby. Siehst du? Das sind auch die... was. Hier sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Wer es für heute nicht gut sein lassen. Ja, hol das Ding runter und erneuer dich. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hat sie dich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Was gibt's da zu lachen? Du hast ihr die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Na los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ernst, Karin. Ja. Verdammte Scheiße! Alter Ellie, ey. Fuck! Scheiße! Du sagtest Abby. Du suchst deine Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hatte einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Die Wunde ist echt nicht gut. Da musst du dich drum kümmern. Ich dachte zuerst, was ist denn das für eine blöde Art, die jetzt auch noch zu provozieren, als sie da auf dem Boden lag, ey. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Großes Kaliber? Ach, wir haben jetzt das... Wir haben die MP mitgenommen von dem... Mit Schalldämpfer. Ah, sie hat sich drum gekümmert. Ist wenigstens mal ein bisschen zugenäht. Fuck. Hier drüben! Sieh auf die Beine! Ich geh nicht zurück! Ich drehe die Waffe! Er hat eine Waffe! Ich geh nicht zurück! Gott verdammt! Scheiße! Was sind das für Leute? Hier hatte er die Waffe. Die anderen sollen alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Und schallgedämpfte Maschinenpistole. Ja. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt's hier verdammt nochmal Tote. Zeitverschwendung. Er hat schon länger Theater gemacht. Das war der dritte diesen Monat. Setzt du jetzt mehr Leute am Tor ein? Die Leute am Tor müssen nur ihren Job machen. Seht euch um. Ich will wissen, ob er allein war. Hat der Hund was gefunden? Negativ. Alles okay. Das sind die Rattler. Das sind irgendwie Menschenjäger oder sowas, ne? Also die jagen Menschen... Und was machen sie dann mit denen? Lassen sie die arbeiten oder was? Die haben auch Hunde. Da hinten ist einer mit Hund. Tja, der Klicker hat Abby ein bisschen gebissen, aber es ist ja ihr egal. Das wissen die anderen ja nicht. Okay. Ich glaube, ich komme nicht ordentlich lautlos an den ran. Packen wir mal die Pumpgun weg. Na doch, jetzt geht's ein bisschen.
So. Kannst du mal in hohe Gras hier rein? Nein, das war mein Plan. Nicht zu voreilig sein, mein Freund. Das sind aber auch wieder Situationen hier in dem Spiel, ey. Gerade weil sie, als sie da in der Falle war. Ätzend. Ja, geh schön da weiter. Das ist super. Sei einfach still. Ich glaube, dass hier sind echt keine guten Menschen. Die zu töten, müsste also völlig okay sein. Okay. Wo sind die anderen? Ist das eine Nahkampfwaffe? Ist das ein Stock? Okay. Ja, das ist ein Gummiknüppel. Den kann man verbessern? Der hat so schon gut Haltbarkeit. Ich nehme das Finger mit. Oh. Ich meine, der andere Typ hier, der hat sich lieber selber erschossen, als dass sie ihn wieder zurückgebracht haben oder hätten. Wo auch immer. Das sind schon ganz, ganz fiese, fiese Burschen hier. Die Rattler. Egal in welche Gegend du kommst, es gibt immer eine Fraktion, die irgendwie scheiße ist. Okay. Es waren aber auf jeden Fall noch mehr da. Hinter dem Haus war ja noch der mit dem Hund. Auf jeden Fall schnell versuchen, den Hund wegzuschießen mit dem Bogen, so dass er nicht weiß, wo genau der Schuss dann herkam, damit ich den Hund wenigstens schon mal los bin. Okay. Sind auf der anderen Seite. Da. Ist das hier ein... War das ein Haus oder ist das ein Bahnhof? So ein Busbahnhof oder so? Vorhin ist auf jeden Fall eine Gepäckstelle. Okay, der kommt hier nicht rein. Tickets kannst du ja auch holen. Das war der, der mich da gesehen hat, ne? Die sind nur noch dort. Da ist der Hund auch, okay. Okay. Ich wollte hier drin nur lieber rumgehen, um zu gucken, ob ich hier noch Zeug mitnehmen kann. Holzlatte. Da kann man durchspringen, okay. Warte mal, sie hat einen Pfeil rausgeholt, also ist schon irgendwas dichter in der Nähe. Okay, Pilzzeugs. Aber Abby und Lev sind schon Monate hier bei denen. Es ist Monate her, dass die geschnappt worden sind. Ellie kam jetzt also erst später an. Wer weiß, was, wie, in welchem Zustand die jetzt Monate später sind. Okay. Er steht ja hier gleich vor der Tür. Und da ist der mit dem Hund. Ah, ein bisschen zu dicht dran alles. Was zur Hölle? Wir werden angegriffen. Das kam aus dieser Richtung. Okay. Ich wollte nur euren Hund schnell mal loswerden. Wir sind nicht allein. Ihr seid nur noch zu zweit, also das ist, für mich ist das schon ganz schön allein. Nicht. Und Munition für die MP. Wenn ich richtig sehe, müsste das der letzte sein.
Ist er da reingegangen? Ja. Okay. Musst du wenigstens nicht draußen sterben. Oh mein Gott. Ja, das ist dein Kollege. Ist der tätowiert und so im Gesicht? Okay. Ja. Und auch wieder diesen Knüppel dabei, große ey. Große Gruppe. Ich Mach muss fast sie finden, ehe diese Idioten sie töten. Ja. Damit du sie dann töten kannst, ne? Oder was? Ich muss sie finden, bevor diese Idioten sie töten. Nur damit ich sie dann töten kann. Ey, oh Gott, ey. Das ist auch eine Einstellung von Ellie. Die sind fast so ausgerüstet wie so alte Sklavenjäger. So Jagdgewehr und ein Knüppel dabei. Wenn Leute dann wieder flüchten, dass sie die dann wieder ausschalten. Jo, Leute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann gucken wir mal, ob hier noch mehr von diesen in diesem Gebiet hier unterwegs sind. Puh. Ellie hat es mal wieder nicht leicht, ne? Aber ihre Verletzung hat sie ganz gut unter Kontrolle bekommen, Gott sei Dank. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.